Wuchtig und elegant die Linienführung, beispielhaft in Form und Leistung. So pries die Deutsche Bundesbahn damals die V200. 1953-54 kommen die ersten auf die Gleise. Die neuen Lokomotiven werden zum Inbegriff für Wohlstand und Wirtschaftswunder. Schnell eroberten sie hochwertige Dienste. Mit ihren 2200 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km pro Stunde war die V200 damals bestens dafür gerüstet. Doch die Züge werden länger und schwerer. Daher liefert Krauss-Maffei in München ab 1962 die V200.2 aus. Eine stärkere Version mit 2x1350 PS. Bis 1965 werden es 50 Maschinen. V200-116 ist heute Museumslok. Gepflegt und betreut wird sie in Oberhausen. Im Bahnhof Neustadt-Weinstraße macht sie sich auf die Reise. Die V200.1 ist eine Weiterentwicklung der Vorgängerbaureihe. Im Grundkonzept zwar gleich, aber in der Steuerung deutlich verbessert. Äußerlich sind die Stirnformen und Seitenwände verändert. Die Schwarzwaldbahn gehört wohl zu den schönsten Strecken in Deutschland. Seit 1957 sind hier V200 unterwegs. 1964 kommen dann die stärkeren Schwestern dazu. Mit ihren 2700 PS konnten sie die Steigungsabschnitte deutlich besser bewältigen. Eine Hochburg der V200.1, seit 1968 als Baureihe 221 bezeichnet, ist die Vogelfluglinie. Die Fertigstellung der Fehmarnsundbrücke bringt mehr Leben nach Puttgarden. Völlig neu gestaltet ist der Fähranleger mit seinen Eisenbahnanlagen. Die Fehmarnsundbrücke. Das filigrane Bauwerk macht Fehmarn zu einer Halbinsel. Von beiden V200-Baureihen sind erstaunlich viele erhalten geblieben. Eine Sonderfahrt in die Eifel bringt beide Varianten zusammen. V200-033 und V200-116 vor einem Zug. Der Bahnhof Gerolstein wird erreicht.
1984 und 1988 enden die Epochen der beiden V200-Varianten. Es wird verschrottet und verkauft. Nach Italien, Spanien, Frankreich, Albanien, Algerien und in die Schweiz. 20 gehen nach Griechenland. 2002 dann die Sensation. Alle 20 kehren nach Deutschland zurück. Sie haben ihre letzte DB-Farbgebung Ozeanblau-Beige behalten. Der Zustand ist erbärmlich. Eigentlich schrottreif. Schon in Griechenland waren die 221 lange im Freien abgestellt. Doch nun sollen einige von ihnen wieder fahren. Den Wiederaufbau hat das Ostmecklenburgische Bahnwerk in Neustrelitz übernommen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Anfang 2004 sind die ersten Maschinen fertiggestellt. Ihnen folgen weitere. Diese hier ist von der Eisenbahnbewachungsgesellschaft in Würzburg bestellt. Im Firmengelb zeigt sie sich jetzt. Beibehalten wurde das typische V auf der Stirnfront. In fast allen Bereichen ist die Maschine modernisiert. Neue Motoren von Deutz sollen nicht nur die Ersatzteilbeschaffung verbessern, sondern auch die Wirtschaftlichkeit. Beibehalten wurden die alten Mekydro-Getriebe von Maybach. Zur Aufarbeitung gehört natürlich auch eine Probefahrt. Ab Pritzwalk spannt die neue alte Maschine einem Güterzug vor. Kaum eine Lokomotivbaureihe der Deutschen Bundesbahn prägte derartig das Bild der Bahn wie die V200. Sie war das Symbol für die moderne Eisenbahn und der Wirtschaftswunderzeit.